Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Ich bin gestern auf Besuch gewesen bei dem Holzheini, bei meinem Kumpel. Der ein oder andere kennt den schon aus dem Video, wo wir mal einen Leser zusammen vorgestellt haben. Ja, und wenn man so als YouTuber zusammensitzt, dann unterhält man sich natürlich auch über YouTube. Wir haben uns gestern mal Gedanken gemacht, wie wir, ja, was zusammen nochmal machen können. Und zwar sind wir jetzt auf die Idee gekommen. Viele Leute fangen gerade mit dem Lesern an. Viele haben auch einen Leser eventuell durch unsere Empfehlung gekauft. Und jeweils bei mir oder bei Heini kommen immer ganz viele Fragen zu Leitbirnen oder zu Lesern. Wir haben uns jetzt gestern Abend mal Gedanken gemacht und hatten auch eigentlich schon ein Video aufgezeichnet, aber das seht ihr gleich. Das hat nicht so ganz funktioniert, wir hatten keinen Ton. So, und jetzt hat der Heini nochmal ein Video separat aufgenommen, für sich alleine. Ich mache jetzt hier nochmal für euch die Ansprache und hänge hier gleich im Anschluss das Video von Heini ran. Der erklärt euch nochmal, was wir überhaupt vorhaben. Falls ihr da Interesse haben solltet, schaut euch das Video bitte eben bis zum Schluss an. Falls ihr da Interesse dran haben solltet, dürft ihr mich kontaktieren oder ihr dürft Heini kontaktieren. Aber ich würde sagen, ich quatsche jetzt nicht so lange rum. Ich übergebe jetzt das Wort an Heini und alles andere erklärt er euch, was wir vorhaben und wie das abläuft. Und dann werden wir entscheiden, wie es in Zukunft da weitergeht. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt an Heini und würde mich jetzt schon mal verabschieden und sage, bis bald, euer Leserfuchs. Moin, hier ist Heini. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich habe heute eine super Idee mit Holger. Eigentlich war der gestern bei mir. Wir haben zusammen das Video aufgenommen. Bloß weil ich voll Pfosten bin, habe ich keinen Ton gehabt. Oh nein, ich hatte vom Mikrofon den Stecker da drin, aber ich hatte das Ding hier aus. Also, Holger ist zu Hus. Ich bin jetzt hier und muttert noch morgen. Also mache ich das nochmal. Und zwar folgendes. Holger und ich, wir haben was geplant. Und zwar, wir stellen ja auf Leser vor. Holger hat ja auch einen YouTube-Kanal, Leserfuchs, den verlinke ich euch da mal rein. Und jetzt kommen ja immer wieder Fragen. Holger kriegt immer Fragen, ich bekomme immer Fragen über Leitbirnen, weil wir das ja auch immer empfehlen, weil das das Geilste ist. Ist ja viel geiler wie Leser-GRBL oder so. Da kannst du Milliarden Möglichkeiten mitmachen und empfehlen wir immer. Kostet zwar 50, 55 Euro, aber ist auf jeden Fall das Geld wert. Wirklich. So, ich kriege jetzt kein Geld von denen oder so. Gottes Willen, ich habe auch das Programm nicht gekauft, gekriegt, das habe ich selbst gekauft. Aber weil das so geil ist, weil wir so viele Anfragen kriegen, habe ich gesagt, weißt du was, wir machen einfach mal so eine Tutorial-Reihe, so eine Fragen-Antwort für Anfänger. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, was euch interessiert, wie man was am Laser, wie man was am Lightburn macht, wie man was einstellt, welche Funktionen man hat und, könnt ihr das gerne eben in den Kommentaren schreiben oder per E-Mail schreiben oder auf Instagram oder auf Leserfuchs. Wie gesagt, könnt ihr da auch auf dem Kanal schreiben und E-Mail schreiben. Und wir werden das dann alles zusammentragen und die Fragen in ein Video oder ein Livestream beantworten. Ihr könnt ja mal entscheiden, ob ihr gerne einen Livestream möchtet oder ein Video sehen möchtet. Livestream, ich habe keine Ahnung, was Vor- und Nachteile ist. Aber was würde euch besser gefallen, Livestream oder ein Video? Und wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die Fragen haben. Könnt ihr gerne fragen, wie man was macht, schreibt es in den Kommentaren rein. Und wir werden das alles schön dann aufarbeiten, in den Livestream oder in den Videos aufarbeiten. Das werden wir zeigen. Holger zeigt das, ich bin Dummbatz, ich stehe dazu. Was blinkt hier alles? Ach so, das ist mein Lautstärker, alles klar. Ich stehe nur doof daneben und lese vor. Nee, aber ich habe auch eine Funktion. Ich weiß noch nicht, welche, aber ich habe das eine. So, und da haben wir die Idee gehabt, da wollen wir euch so ein bisschen damit helfen. Ihr könnt Fragen stellen über Lightburn und. Und der Holger wird das dann alles schön beantworten. Und wenn er auch mal was nicht weiß, kann er sich da reinfuchsen. Das Video wird nicht morgen kommen, das wird irgendwann Oktober, November oder sowas kommen. Oder der Livestream, da könnt ihr ja mal gucken, wie ihr am liebsten das mögt. Wie gesagt, ich habe ja den Quality jetzt hier stehen. Den stelle ich ja demnächst vor. Und alle Leser, die wir vorstellen, alle, die können, ich meine alle, ne? Die können alle mit Lightburn arbeiten. Und von daher ist das so, finde ich das wichtig, dass, wenn ihr Fragen habt oder sowas, alles genauso wie Holger, ne? Dass wir euch da helfen, dass ihr da auch nicht alleine stehen sollt. Wir stellen nicht nur vor, sondern wir helfen ja auch, wenn wir möchten, wenn wir können, ne? Wenn wir können. Also, ich denke, das ist mal eine gute Idee. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, was euch interessiert über Lightburn, wenn ihr irgendwelche Einstellungen nicht wisst, wie man was macht, schreibt das in den Kommentaren rein. Schreibt mir eine E-Mail. Oder geht auf Holger seinen Kanal, schreibt ihm eine E-Mail oder so. Ne? Vielleicht veröffentlicht er das ja Video auch hier auf seinem Kanal. Könnt ihr auch darunter schreiben.
mehrere Möglichkeiten, die Fragen zu stellen, was euch interessiert. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ne? Meine Lieben, das wollte ich mal ganz kurz nochmal sagen. Dann machen wir dann so eine Frage an, je nachdem, wie viele Fragen es gibt. Vielleicht mehrere Videos von, wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken, wie die Resonanz überhaupt ist. Resonanz, ich habe auch Fremdwörter in meinem kleinen Köpfchen, du, ne? Also, könnt ihr ja mal gucken. Meine Lieben, Holger, vielen Dank nochmal. Normalerweise stand er gestern hier. Genau hier, ich war angestrammt, er nicht, er trinkt Alkohol. Und weil ich so bescheuert bin, hatte ich da Mikrostecker drin und hat er meinen Ton nicht aufgenommen. Holger, Dankeschön, mein imaginärer Freund. Schon wieder ein Fremdwort. Buh. Meine Lieben, ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne und denkt an die ganzen Fragen zu stellen, wenn euch das interessiert. Und wenn nicht, dann ist dann halt so, ne? Also, schönes Wochenende, bis dann. Tschüss.